Willkommen zu einer neuen Folge von Gardero TV. In dieser Folge zeige ich Ihnen, wie Sie aus einem Flaggenmast einen Fairy Bell Weihnachtsbaum zaubern können. Sollten Sie keinen Flaggenmast haben, können Sie ihn hiermit bestellen. Ich zeige Ihnen nun, wie er aufgebaut wird. Wir haben hier einen 6 Meter hohen Fairy Bell mit 1200 LEDs und einem aufbaubaren Mast. Was alles im Paket enthalten ist, zeige ich Ihnen nun. Zuerst eine Tüte mit dem Adapter, der von 220 Volt auf 36 Volt herunterreguliert. Passenden Heringen, einem Seil, um zu messen, wie groß der Radius vom Baum wird. Dann noch ein Kabel. Einen Haufen von LED-Lampen. Dann noch der fünfteilige Flaggenmast. Eine Umlenkrolle, ein Haken, um das Tau festzubinden und natürlich das Seil selbst, um die Fairy Bell Lampen nach oben zu ziehen. Zum krönenden Abschluss noch eine Kugel als Christbaumspitze. Bevor der Fahnenmast zusammengesteckt und aufgestellt wird, bohren wir mit dem Grundbohrer ein Loch für die Bodenhülse. Die Bodenhülse sollte ca. 3 bis 4 cm oberhalb der Grasnarbe herausragen. Ich habe das Loch etwas größer gemacht, um kontrollieren zu können, ob das Rohr auch wirklich gerade reinpasst. Ein Zentimeter Unterschied kann bereits für große Probleme sorgen. Im Prinzip sind alle Rohre gleich, bis auf zwei. Der oberste Pfahl hat kein schmales Endstück. Und dieses hier, in dem die zwei Löcher gebohrt sind, ist für die Halterung vom Tau. Die Schrauben sind alle im Set enthalten, doch bevor der Mast aufgebaut wird, setze ich erst die Spitze auf und werde die Tauhalterung anschrauben. Die Vormontage ist erledigt und als nächstes wird das Tau durch die Umlenkrolle gefädelt, damit später die Lichter daran hochgezogen werden können. Das Tau geht am Pfosten entlang und wird dann von innen nach außen durchgeführt. Kleiner wichtiger Tipp, das Tau sollte zusammengeknotet werden, damit es nicht beim Aufbauen aus der Umlenkrolle rutscht und es dann nochmal gemacht werden muss. Da ich an das obere Ende nicht mehr rankommen werde, setze ich den Mast von oben nach unten ineinander. Der Mast steht nun sicher und fest und wir können mit den Fairy Bell LEDs weitermachen. Das orangene Seil ist hilfreich, um zu gucken, wie groß der Baum nachher eigentlich wirklich werden wird. Daher vorher kontrollieren, ob auch wirklich genug Platz vorhanden ist. Die Fairy Bell Lichter werden nun am Tau befestigt und etwas hochgezogen. Ich mache es dann am Haken fest und sortiere mir die Lichter, sodass sie auch komplett um den Mast gehen. An der Lichterkette befinden sich Druckknöpfe, die die Lichter zusammenhalten. Dann einfach wieder etwas hochziehen und das Ganze wiederholen. Dann
Und hier haben wir wieder einen der Druckknöpfe. Einfach zusammendrücken und wieder ein Stückchen hochziehen. Ich muss lediglich darauf achten, dass es nicht durcheinander gerät, und mache weiter, bis alle Druckknöpfe zu sind. Achten Sie beim Hissen darauf, dass die Lampen nicht in der Tauhalterung verhaken. Und wenn man ganz oben angekommen ist, wird das Tau einfach festgemacht. Mit dem orangenen Seil kann ich nun die Entfernung bestimmen und mit dem Hering die LEDs im Boden verankern. So wie ich einmal rundherum gekommen bin, kann das Ganze auf Spannung gezogen werden. Nun ist es ringsherum einmal leicht gespannt und wie gesagt, wird alles nun richtig auf Spannung gebracht. En te kijken waar hij nog iets heen moet. En zo krijg ik een mooie verdeling van uiteindelijk de Very Bell. Zie hier hoe eenvoudig die Very Bell. De opbouw was recht einfach en nu wordt einmal das Adapterkabel ringsherum verlegt, damit die LEDs auch Strom bekommen. Das Kabel liegt nun und kann mit den LEDs verbunden werden. Die Kappe dann zudrehen, damit dann auch alles wasserdicht ist. Zum Schluss wird der Stecker in das Netzteil gesteckt und ebenfalls festgeschraubt. Da es sich hier um einen IP44-Anschluss handelt, ist es für den Außenbereich geeignet. Das Kabel ist standardmäßig 5 Meter lang. Wenn Sie nun schnell genug bestellen, erhalten Sie, solange der Vorrat reicht, ein 10 Meter Kabel gratis. Das Endresultat kann sich echt sehen lassen. Ist Ihr Garten etwas kleiner, können Sie auch die 3- oder 4-Meter-Variante bestellen, bei der der Mast bereits mitgeliefert wird. Soll es doch ein absoluter Hingucker werden im Garten oder sogar für die Firma, dann ist Very Bell auch in 8, 10 und sogar 12 Metern erhältlich. Die können allerdings nur an bereits vorhandenen Fahnenmasten angebracht werden. Möchten Sie mehr über die Very Bell Weihnachtsbeleuchtung wissen, dann schauen Sie einmal bei unserem Blog vorbei. Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit.